Disco Pogo. Na, wer kennt das noch? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Johannes Ungerer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist ganz schön rutschig hier im Schnee. Ich freue mich sehr. Heute wird ein etwas kürzeres Video wahrscheinlich. Du weißt schon ganz genau, wie lange es geht. Das steht nämlich unten immer bei YouTube, wie du weißt. Und ich möchte dir einfach gerne eine Sache an die Hand geben, die mir in meinem Alltag sehr, sehr hilft, einfach glücklicher zu sein. Und das möchte ich dir gerne an die Hand geben. Und zwar ist das eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich Entscheidungen treffen muss, die irgendwie mein persönliches Leben so beziehen. Diese Frage lautet, was wäre natürlicher? Und es kannst du auf ganz, ganz viel beziehen, zum Beispiel Thema Ernährung. Ja, wenn du irgendwie überlegst, was du heute essen möchtest oder wenn du im Supermarkt stehst und überlegst, was du einkaufen möchtest und du stehst jetzt irgendwie an der Wahl und hast entweder kaufst du ja nur mal also Produkt A oder Produkt B halt. Und ich stelle mir häufig dann die Frage, hey, was ist denn natürlicher? Was ist denn natürlicher für meinen Körper? Und versetze mich eigentlich in meiner Entscheidungsfindung immer in so einen Neandertaler, ja, der irgendwie meinetwegen hier in den Bergen vor, ich kann jetzt was völlig Falsches sagen, vor 100.000 Jahren rauf und runter gegangen ist und so sein Leben gelebt hat. Denn ich bin der Überzeugung, dass unser Körper heutzutage sich noch nicht sonderlich stark verändert hat. Ja, denn wenn man sich mal anschaut, wie sich so unsere Wirtschaft, unser Lebensumfeld und unser Leben generell verändert, da hat sich in den letzten 1000 Jahren extremst viel getan. Wenn man sich aber mal so in der Evolution anschaut, wie schnell sich so die Anatomie des Körpers ändert, ja, dann reden wir da nicht von Tausenden oder Hunderten Jahren, sondern wir reden von Millionen von Jahren. Und aus diesem Grund glaube ich, dass wir heutzutage eigentlich ein Neandertaler mit Smartphone sind. Ja, ein Neandertaler mit Smartphone, guten Handschuhen, guter Jacke und so. Aber im Endeffekt hat sich, glaube ich, am Körper an sich und wie er funktioniert, wie er Nährstoffe verarbeitet oder was auch immer, hat sich nicht so viel geändert. Und aus diesem Grund stelle ich mir häufig die Frage, hey, was wäre denn natürlicher? Denn wenn ich es schaffe, zum Beispiel bei der Ernährung, die Dinge zu mir zu nehmen, die für meinen Körper natürlicher sind, dann weiß ich auch, dass ich am Tag mehr Energie habe, gesünder bin und dadurch am Ende des Tages mich auch besser fühle und einfach ein glücklicheres Leben habe. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von unendlich vielen Beispielen. Ja, das kannst du auch auf Sportarten beziehen zum Beispiel. Das kannst du auf alles in deinem Leben beziehen. Das kannst du auch darauf beziehen, ob es für dich besser ist, den ganzen Tag im Büro zu hocken oder ob du vielleicht eine Arbeit machst, in der du dich auch ein bisschen mehr bewegen kannst oder was auch immer es sein mag für dich. Auf jeden Fall hast du immer die Möglichkeit, diese Frage zu stellen und mir hilft es auf jeden Fall, bessere Entscheidungen zu treffen und vielleicht dir jetzt auch in Zukunft. Würde mich auf jeden Fall freuen und falls ja, dann gib dem Daumen Video und abonniere gerne den Kanal, wenn du weitere Videos sehen möchtest. Wir haben jetzt auch mittlerweile eine Facebook-Gruppe. Komm gerne rein, du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn du auch Unternehmer bist und auch einfach ein glückliches, erfülltes Leben führen möchtest, in finanzieller Freiheit, aber auch einfach vor allem, dass du was tust in deinem Alltag, das dich wirklich erfüllt, dass du wirklich innere Zufriedenheit spürst und nicht, dass du einfach nur dem Geld hinterher rennst. Ja? Du brauchst eine gute Mischung aus beidem und dabei möchte ich dich unterstützen und komm auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe, wenn du auch andere Leute kennenlernen möchtest, bei denen das genau dasselbe ist. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Hannes. Ciao.